Okay, so, gentlemen, what do we find over there? Was hast du gefunden? Was hast du gesehen von drüben? Das sind drei ehemalige österreichische Baracken. Three old Austrian barracks. Zwei gut erhalten sind, also der erste ist ziemlich schlecht beieinander. Two of them are pretty well intact. Interessant ist, man sieht nur ein paar Stromkabel. So you still see some cables and power cables actually. And some rocks falling down all the time. Die zweite Hütte ist recht gut erhalten, also man sieht sie komplett stehen, also sie steht da mit dem Weltblech, ist aber innen mit Eis gefüllt. So the one in the middle you see it's filled with ice, but it's actually intact, but it's filled with ice, but you can see how it was built into the ice actually. Und ganz drüben die letzte praktisch der allein mal die Wände und der Boden. Allerdings interessant, das sind die Doppelwände, die übliche Bauweise mit zwei Bretterscheiten links und rechts. Und vorne hat man sie mit so einem Stoff abgedeckt gehabt und dahinter war Stroh drinnen zu isolieren. Also das sieht man nicht ganz schön. So here is with the last one, you still see the walls are intact and the floor is still intact, and what you can see clearly over there is the way they built the cabins then was they have had some cloth to keep off the wind outside, and then in between they had two walls, basically two wooden panels, and in between they had straw, filled with straw. To insulate. Next up is the refuge and the lift station. Yeah, that's it. Yeah.